Jo, was Leute, willkommen zurück zu FIFA 17 Karrieremodus mit der Eintracht Frankfurt und mir, dem Realness. Und wir gehen heute gegen Hannover und die Borussia aus Mönchengladbach an den Start. Wir haben in der letzten Folge gegen Atletico Madrid gewonnen mit 1:0. Dummerweise hat sich bei dem 1:0 Marc Stendera verletzt. Aber das ist mir auch schon aufgefallen. Ich weiß es, das muss mir auch keiner erwähnen oder so. Ich weiß, dass der als Eigenschaft verletzungsanfällig hat. Das ist mir schon sehr lange klar. Das ist einfach. Ist einfach. Keine Ahnung, ist einfach so. Aber trotzdem ist er halt enorm wichtig für uns. Und deswegen ist das relativ okay, weil das ist ein guter Zeitpunkt, wo er sich jetzt verletzt hat. Denn wir haben jetzt hier dazwischen die Länderspielpause und dann spielen wir halt gegen Gladbach. Und in der nächsten Folge gibt es dann Dundalk und Leverkusen. Und dann haben wir wieder Ingolstadt vor uns. Ingolstadt ist ja so eine Sache, kennen wir ja noch. Aber das ist jetzt nicht das Thema dieser Folge, denn wir spielen gegen Hannover und gegen Borussia Mönchengladbach. Hannover ist auf Platz 10, Gladbach ist vor uns auf der 4. Letztes Spiel haben die Gladbacher gegen Bayern verloren mit 3:1. Was Hannover gemacht hat, weiß ich nicht. Gucken wir uns gleich mal an. Hannover hat in der Europa League verloren, das weiß ich. Und als letztes gegen Bayern verloren, also zweimal die Bayern schuld an Niederlagen unserer Gegner. Und wir gehen jetzt erstmal mit dieser Aufstellung ins Spiel. Keine, ja doch eine Änderung im Vergleich zum Champions-League-Spiel gegen Atletico, und zwar Stendera logischerweise raus. Dafür ist Marco Fabian drin und auf der Bank gibt es dann halt Gaudino statt eigentlich Fabian, der jetzt Stendera ersetzen muss. Im Spiel gegen Ingolstadt werde ich wahrscheinlich auf die Jugend setzen, also die Youngsters in unserem Kader, sowas wie Kasun, Jakobs und ich weiß jetzt nicht, habe ich noch irgendwen? Ja, Vukoya, aber das geht halt schlecht, wenn da auf den Flügeln sowieso schon zwei Leute sind. Die nehme ich dann wahrscheinlich auf der Bank einfach mit und jetzt gehe ich einfach ins Spiel und wir sehen uns sofort wieder. Spieltag Nummer 6 in der Bundesliga, wir spielen gegen Hannover 96, die als letztes in der Euroleague verloren haben gegen, ich weiß nicht wen, ich habe keine Ahnung. Ist auch egal, wir haben ja so eine kleine Schwäche aktuell. Wir spielen in der Bundesliga nur unentschieden. Insgesamt 4 Unentschieden, 1 Sieg. Und das sollte sich eigentlich so schnell wie möglich ändern, denn sonst verlieren wir den Anschluss an die Spitze, die schon sage und schreibe 8 Punkte vor uns sind. In dem Fall die Dortmunder auf der 1 mit 15 Punkten, glaube ich, insgesamt. Und das müssen wir ändern. Nebenbei, Fun Fact, wir spielen heute gegen den Ex-Kollegen Timothy Chandler. Den haben sich die Hannoveraner geholt. Kam ablösefrei, weil halt vereinslos war und so. Der spielt heute gegen uns. Und da bin ich mal gespannt, was so der gute Mann auf der rechten Seite so reißen wird, falls er spielen sollte. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sind wir da Sané. Und Chandler sehe ich jetzt, glaube ich, nicht. Wovor konnte er hier sein? Weiß ich nicht. Vielleicht werden wir uns jetzt einfach die Ausstellung angucken und dann werde ich sehen, ob er spielt oder nicht. Wenn nicht, dann werde ich euch gleich einfach informieren und nachgucken. Dann gehen wir einfach ins Spiel von links nach rechts, wir in schwarz und weiß. Hannoveraner ohne Chandler. Dafür mit Peter Gulaschi im Tor. Fand ich überraschend. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er da spielt. Ich wusste es gar nicht. Bis gerade eben. Schön gespielt. Gray. Gray mit der Flanke in der Mitte ist Konaté. Und Gulaschi hat den Ball. Wird nicht angespielt. Doppelpass mit Fabian und Neves. Und Gulaschi ist da. Und hat diesen Ball. Starker Schuss von Ruben Neves, der sich mittlerweile immer mehr in dieses Spiel der Frankfurter einbindet. Mit der Flanke, die war abgefälscht. Pfosten und what the fuck ist da gerade passiert? Gulaschi kriegt das Ding irgendwie übers Tor. Und was war das? Gucken wir uns doch einfach nochmal an. Das ist der Schuss von Neves. Ja, dann sehen wir das doch nicht mehr. Aber es war sehr kurios gerade eben. Fabian. Starkes Spiel von Fabian. Gray mit der Flanke. Da ist Seferovic mit dem 1:0. Schöne Flanke von Gray. Und da ist Seferovic perfekt eingelaufen.
Gulaschi ist ohne Chance und wir gehen verliert in Führung. Und da ist er. Haris Seferovic, wo wir ihn in der ersten Saison eigentlich schon sehr gut gesehen haben. Zweites Saisontor insgesamt bis jetzt. Ist wie schon in der letzten Saison daran geschuldet, dass wir mal rotieren. Und das war die erste Hälfte. Wir führen 1:0 durch Haris Seferovic. Und wir waren auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Haben wieder mal einen Chancenplus. Keine Ahnung wie viel, aber der hätte auf jeden Fall mehr drin sein können. Als nur ein 1:0. Ich spiele in Mitte auf Ezeci. Ruben Neves hinterläuft, flankt in die Mitte, nächster Versuch und Ping-Pong im Strafraum der Hannoveraner. Und nur Abstoß. Gray! Drüber. Schade. Schön gesehen von Fabian. Aber die Ballannahme von Gray war nicht gut. Stark von Gray und ihr seht ihn mit dem Abschluss. Willems mit der Flanke, die kommt nicht schlecht zu Gotha mit dem Versuch. Gulaschi ist aber da. Gaudino. Auf Gotha. Tor! 2:0. Branimir Gotha mit dem 2:0. Und damit ist das Ergebnis etwas sicherer. Und da hatte Gotha noch Glück, dass er den Innenpfosten mitnimmt und der von dort aus reinspringt. Gulaschi ist ohne Chance und wir führen 2:0. Und das ist verdient. Und zur Gotha mit dem Schussversuch. Und das war's. Wir gewinnen 2:0 zu Hause und haben unsere Pflichtaufgabe erfüllt, würde ich behaupten. Denn mit einem Sieg, wir mussten eigentlich gewinnen, nachdem wir viermal in der Liga hintereinander nur einen Unentschieden geholt haben. Haben wir endlich mal wieder gewonnen. Schön. Starke Leistung von uns. Und ich bin sehr erfreut, dass er Gotha getroffen hat als Joker. Wurde ja eingewechselt. Ungefähr 5 bis 10 Minuten nach seiner Einwechslung hat er dann getroffen. Und ja, mal wieder ohne Gegentor. Nice one. Und mit diesem Sieg springen wir wieder auf Platz 5. Mit einem Punkt Rückstand auf die Bayern und auf Gladbach. Aber insgesamt 5 Punkte hinter Dortmund. Wir sind zumindest immer wieder dran. Das ist schon mal schön. Keine 8 Punkte Rückstand auf die Tabellenführung hier. Die Herthaner, die sind auch noch gut dabei. Mit die einzige Mannschaft mit uns, die noch keine Niederlage kassiert hat. Als nächstes spielen wir gegen Gladbach und ich bin mal gespannt, was da so geht. Die sind ja vor uns. Aber bevor das passiert, trainieren wir eine Runde. Bleiben bei dem gleichen. Und Böhm verbessert sich auf eine 61. Das heißt, er wird unser nächster Innenverteidiger wahrscheinlich. Den werde ich bald dann mal hochziehen. Weil ich glaube, das könnte noch was sein wegen Innenverteidiger, dass wir da Probleme kriegen könnten. Wer weiß, vielleicht kann man ihn ja gebrauchen. So, wir kriegen einen... Oh, lol. Zauber ist wieder okay. Und wir kriegen ein Angebot von Deutschland. Das kann ich jetzt auch nicht so einfach ablehnen. Deutschland ist schon eine harte Nummer. Ich will eigentlich nicht Deutschland spielen. Deutschland mag ich jetzt vom Fußballerischen nicht. Aber ich könnte ja rein theoretisch meine eigene Sache machen. Ja, nein. Ich zögere trotzdem, weil es wäre auch nicht so einfach, das abzulehnen. Da habe ich gerade oben rechts gesehen, Wunschverein von Gotha ist Dortmund. Fände ich krass. Fände ich jetzt nicht unbedingt realistisch, weil er dort nicht wirklich spielen würde. Glaube ich, weil sie da einfach zu viel haben. Was? Okay, Deutschland. Aber ich gab's schon. Hier, Hoeneß hat Real Madrid Jobangebot bekommen. Ja, okay. Passt doch. Das ist so eine Nachricht, möchte ich auf jeden Fall nicht sehen, weil das verunsichert eigentlich nur die Mannschaft. Wenn sie da so sieht, ja, unser Trainer ist sich nicht sicher. Aber ich habe eine Sache komplett vergessen, weil der gute Verbic wollte ja mehr Geld haben. Wo ist er denn? Das habe ich jetzt erstmal komplett verdrängt, aber er wollte ja und. Wenn nicht, hat er sich beschwert. Wichtiger Stammspieler.
Kann ich Ihnen eigentlich jetzt nicht mehr sagen, aber ich lüge ihn gerne an. Ist ja eigentlich egal, wenn er es annehmen sollte, nimmt das an, wenn nicht, dann nicht. Abwarten. So, ja, Verbitsch hat es angenommen. Weiß aber ganz genau, dass er nicht am Spieler ist. Stendera ist wieder okay. Und was habe ich gesagt? Ich glaube A11 gegen Gladbach und B11 gegen Dundalk, damit wir wieder A11 bei Leverkusen haben. Ja, genau das habe ich, glaube ich, gesagt. Und das werde ich auch genauso machen. Das heißt, wir spielen jetzt mit der A11, wenn Stendera fit ist. Gucken wir nochmal nach. Ist Stendera wieder fit? Nicht ganz. Zauber ist genauso wenig für, noch. Ja, es ist. Wir bleiben einfach bei dieser Aufstellung. Die hat ja gegen Hannover gerade funktioniert. Und dann gehen wir einfach ins Spiel gegen Gladbach auswärts. Spieltag Nummer 7. Wir sind zu Gast im Borussia-Park und spielen gegen Borussia Mönchengladbach. Und die sind in der Tabelle unser Tabellennachbar. Wir sind auf der 5, Gladbach ist auf der 4. Und wenn wir gewinnen sollten, sind wir vor denen. Und das ist wichtig für den Verlauf der Saison. Wir haben jetzt in der letzten, im letzten Spiel gegen Hannover gewonnen mit 2-0. Und uns somit dann wieder von den Plätzen im Mittelfeld verabschiedet. Wir müssen am besten gewinnen, um da auch weiter oben dran zu bleiben. Denn je mehr Punkte wir auf Dortmund verlieren, desto schwerer wird es im Endeffekt dann den Titel zu verteidigen. Macht natürlich Sinn. Wir sehen hier Spieler im Fokus Raphael, 33 Stürmer. Ich glaube, er erwägt aufzuhören. Das ist meine Vermutung. Deswegen steht er hier im Mittelpunkt. Und wir versuchen heute unser Bestes zu geben, so wie im Spiel gegen Hannover. Mit keiner Änderung im Vergleich zum Spiel davor. Never change the winning team, würde ich sagen. Gladbach hat ein paar neue Innenverteidiger. Wir sind hier Westergaard. Da, den Dreier, der ist neu. Ist, glaube ich, ein Jugendspieler, deswegen weiß ich nicht, wer das ist. Vor allem merkt man auch an den ganzen Jugendspielern, dass sie halt ihre Trikots in der Hose haben. Was ich ziemlich hässlich finde. Aber gut, ist halt deren Sache. Stindl ist dabei, Hermann ist dabei, Hofmann ist dabei, Kramer, Raphael, Dahoud. Dahoud ist gefährlich, hat sich ja im letzten Spiel oder letzten Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften verletzt. Er ist ehemaliger Gladbacher auf der Bank, Randimir Gotha. Und wir gehen ins Spiel. Wir von rechts nach links in Rot komplett. Und auf geht's. Ruben Neves. Marco Fabian Sippel. Und es gibt Eckball. Fabian mit der Ecke. Die kommt nicht schlecht, Sippel. Ball ist immer noch im Spiel, Willems. Willems mit der Flanke, die geht zu weit. Sippel ist noch dran und es gibt noch einen Eckball. Klostermann holt sich den Ball zurück. Oh, Seferovic abgeblockt und nochmal Sippel dran. Es gibt nochmal Eckball. Also die Frankfurter dominieren das Spiel hier sozusagen. Ich glaube so um die 30% Ballbesitz für die Gladbacher. Mehr sehe ich da nicht. Und das war die erste Hälfte. 0-0 finde ich ist zu wenig, denn von Gladbach hat man gar nichts gesehen. Von den Frankfurtern denn ein bisschen viel mehr. Keine Ahnung. Das spiegelt sich eigentlich in den Statistiken wieder. Ich habe das Gefühl, Gladbach hat so um die 25% Ballbesitz. Keine Ahnung. Wir einfach das Übermaß. Wir haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Wir haben nur ein bisschen Pech gehabt, was die Torschüsse angeht. Denn wir haben ein bisschen viel abgeguckte Schüsse dabei. Leider. Und ja, ich hoffe, das wird in der zweiten Halbzeit einfach besser. Marco Fabian hat sich verletzt. Wann habe ich das denn vergessen? Hä? Das ist aber am Ende der ersten Halbzeit dann passiert. Habe ich komplett nicht gesehen. Das wundert mich gerade. Haris Seferovic, Konate, Sippel. Auch Seferovic, hör auf, dich zu beschweren. Mensch, das kann's doch nicht sein. Du musst doch da sein, wenn wir dich brauchen. Das kann's doch nicht sein. Gacinovic. Wieder Gacinovic mit dem 1-0. Und das ist überfällig. Joker sticht. Er kam für Marco Fabian rein, der sich da verletzt hat in der ersten Halbzeit. Ende erster Halbzeit. Und er bringt uns in Führung. Und das war cool abgezockt vor Sippel. Und da merkt man, dass die Dreierkette nicht gut ist.
Liebe Gladbacher, stellt bitte euer System um, egal ob ihr gerade gut seid oder nicht, die Dreierkette ist Mist. Wir gehen in Führung und beweisen, dass wir einfach besser sind. Und die ganze Zeit auch waren. Es ist überfällig gewesen. Und das war's. Wir gewinnen 1:0 auswärts bei der Borussia aus Mönchengladbach und sind damit an den vorbei. Durch Gacinovic, der heute unser Man of the Match war, würde ich jetzt behaupten. Ah, was denn? Ach Gott, das Spiel war eigentlich ganz klar auf unserer Seite. Wir hätten mehr draus machen müssen, mal wieder. Waren in der ersten Halbzeit vor allem deutlich besser als die Gladbacher. Haben so um die, keine Ahnung, auf jeden Fall mehr Zweikämpfe als sie gewonnen. Wir hatten mehr Ballbesitz als die. In der zweiten Halbzeit war es etwas schwerer. Haben es dann aber noch irgendwie gelöst und deswegen gewinnen wir auch. Gladbach hatte insgesamt keinen Schuss aufs Tor und ich glaube, das beweist doch einfach unsere Stärke. Wir gucken uns Verletzungen an, Zwangspause. Marco Fabian fällt ebenfalls für 3 Wochen aus. Also wir haben nur ein bisschen 3 Wochen Verletzungen jetzt gerade am Start. Nicht gerade perfekt. Aber das soll uns erstmal egal sein. Wir gucken mal, was hier so bei den Trainings geht. Wir nehmen jetzt erstmal, glaube ich... eigentlich braucht er Ausdauer, das ist das Problem. Ich nehme mal Jakobs raus, seit genug erstmal. Und dafür bringe ich einen anderen Stürmer rein, und zwar den Brasilianer mit 15. Ich glaube, der könnte was werden. Beweglichkeit 80 vorhin, also vor allem meine ich. Den nehmen wir mit, Mittelstürmer. Ich hoffe, der kann auch normales Sturm spielen. Wenn nicht, ist mir das relativ egal, was er spielt. Und spielt er einfach im Sturm und gut ist. So, dann haben wir keine Verbesserung von der Gesamtstärke her. Wir gehen jetzt in Richtung Dundalk und das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Haben eine Nachricht, das Spiel ist auskuriert. Sascha Lang ist wieder zurück, aber ich glaube, den werde ich nicht spielen lassen, egal was passiert. So, jetzt fragt sich, was machen wir mit... Obwohl, wir haben Stendera wieder zurück, wir haben Zauber wieder zurück. Aber das werde ich dann in der nächsten Folge machen, wenn es dann gegen Dundalk und Leverkusen geht. Ich möchte aber schon irgendwie gerne die Bundesliga-Tabelle wissen. Da mich interessiert, wo ich jetzt gerade stehe in der Liga. Wir sind auf Platz 3. Immer noch 5 Punkte Rückstand auf Dortmund, aber wir sind an der Hertha dran. Die haben anscheinend verloren. Damit sind wir auch die einzige Mannschaft, die bis jetzt noch nicht verloren hat in der Liga. Und das ist gut. Und mit diesem Blick auf die Tabelle werde ich dann auch diese Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht's gut, haut rein und ciao.